Und jetzt ein ja, eher heikles Thema. Über Geld spricht man ja bekanntlich nicht. Aber spätestens seit der Ehrensold-Debatte um Christian Wulff wird wieder darüber gestritten, wer in diesem Land wie viel verdient und ob er das auch wirklich verdient hat. Ja, wie auch immer, man kann nie genug davon haben. Aber wer soll das bezahlen? Dit war dit. Die gute Nachricht vorneweg, die Rentner konnten in dieser Woche richtig jubeln. Über 2% mehr Geld ab dem 1. Juli. Das bedeutet umgerechnet eine Rentenerhöhung von 8 Euro vielleicht. Schätz mal, die liegt so bei 350, 400 Euro. 10.000 Euro zum dritten. Auf jeden Fall heißt es jetzt erstmal so richtig aus dem Vollen schöpfen. Denn mit diesem radikalen Zugewinn meistern die Alten sogar fast die ganzen Preiserhöhungen. Alter steht eigentlich für Radikalität und Meisterschaft. Auch der regierende Bürgermeister hat es sich in der Vergangenheit gut gehen lassen. Auf der Finca seines alten Freundes Schmidt und im Londoner Golfclub hat er ein paar Bälle eingelocht. Aber wegen der Löcher im Berliner Haushalt hat er sich den Flug dahin von anderen spendieren lassen und hinterher aus eigener Tasche noch ein paar Hunderter springen lassen. Nur die Opposition springt im Quadrat. Für die ist das alles wenig. Bedeutend zu wenig. Könnte ruhig mehr sein. Die Löcher in den Straßen in Berlin und Brandenburg werden auch immer tiefer. Dafür gehen die Benzinpreise immer höher. Auch da ist also guter Rat teuer. Ich würde sagen, so wie früher mal eine hinter den Ohren und dann geht das auch wieder. Immer mehr Geld will auch die Verdi. Die fordert im öffentlichen Dienst jetzt 6,5%. So richtig sparen tut man im Moment nur bei Schlecker. Da gibt es jetzt nämlich 30% auf alles. Ist doch ein Witz, ist er das? Wie viel Prozent am Sonntag für den Bundespräsidenten stimmen werden, wissen wir zwar nicht, aber wir können nur eins hoffen, dass der Neue wenigstens sein Geld wert ist.